Hallo bei Innovation on Tour. Heute sind wir im schönen Schwabenländle und hier gibt es eine Firma, die heißt Metallart. Metallart, die machen Treppen. Und zwar nicht irgendwelche Treppen, sondern exklusive Treppen. Die arbeiten mit den führenden Architekten zusammen auf der Welt und das schauen wir uns jetzt an. Innovation on Tour. Präsentiert vom Münchner Verein. Guten Tag. Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Sie sind Frau Mattes. Frau Bücher? Ja. Ja, Innovation on Tour, die Handwerksfirma sind da. Herzlich willkommen im Unternehmen. Danke für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, was können Sie uns denn heute zeigen? Lassen Sie uns gleich losgehen. Gehen wir sofort in Werk 2. Werk 2, da lang? Gehen wir da lang. Und hier kommen wir jetzt zu unserem Werk 2. Was, Werk 2? Wie viele Werke habt ihr denn? Insgesamt im Moment 4. Was uns natürlich vor etwas logistische Probleme stellt, ja. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir die letzten Jahre gut gewachsen sind, das heißt, wir haben unsere Belegschaft verdoppelt die letzten 3-4 Jahre, mussten wir natürlich uns etwas ausweiten. Weil ursprünglich kommen wir aus dem klassischen Metallbau, klassischen Schlossereibetrieb. Ja. Herr Schmid führt das Unternehmen auch schon in dritter Generation, also wir sind nicht erst seit gestern hier auf dem Markt. Seit 1900? Ja. Die ersten Aufzeichnungen gibt es, glaube ich, seit 1922, aber das war, wie gesagt, schon eine ordentliche Zeit her. Ja. Ja, und im Laufe der Zeit hatte sich Herr Schmid dazu entschlossen, dem klassischen Metallbau den Rücken zu kehren und in diesen Treppenbau zu gehen, in den Sondertreppenbau. Mhm. Heutzutage machen wir eigentlich vorwiegend nur noch unsere exklusiven Treppen. Ja, ganz sehr exklusive Treppen. Ja, ja, dem mag ich nicht widersprechen. Überall auf der Welt. Ja. Und die produzieren wir hier nach wie vor direkt in Saalach und eben an verschiedenen Produktionsstandorten. Und die zu verbinden, das ist eine Herausforderung. Ja, für die das Zukunft. Ist eine Herausforderung. Es soll auch nicht auf immer und ewig so sein, sondern wir beabsichtigen, wieder an einen Standort zurückzukommen, mhm. um einfach diese Logistik nicht mehr zu haben. Und wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück. Und sobald wir das definitiv gefunden haben, denke ich, wird es losgehen. Und die nötigen Treppen, die kommen natürlich dann aus eigenem Haus. Aber selbstverständlich. So, hier haben wir nun eines unserer guten Stücke. Das ist noch richtiges Handwerk. Ja. Richtiges Handwerk. Unsere Mitarbeiter schweißen hier Stufe für Stufe, Wange für Wange mit Handarbeit. Das natürlich kann aber auch nicht jeder. Nein, das kann nicht jeder. Wir schulen unsere Mitarbeiter, denn es erfordert schon ein gutes Fachwissen. Denn wir machen ja keine Treppen von der Stange sozusagen, sondern jede Treppe ist Unikat. Das heißt, dass auch jede Treppe neue Anforderungen an den Mitarbeiter stellt. Und daher benötigt jeder Mitarbeiter großes, gutes Fachwissen. Schulung, gesagt, Schulung, Schulung. Schulen, genau. Ja. Wir versuchen auch den Mitarbeitern gutes Material zur Verfügung zu stellen, sprich Arbeitsmaterial mit Schweißgeräten und tun so unser Möglichstes, um den Arbeitsprozess zu unterstützen. Ja, und einfach auch nicht irgendwelche Treppen, sondern das sind ja auch großartig designte Treppen. Wer macht denn bitte sowas und für was ist denn bitte diese Treppe da? Die sieht komplett anders aus. Diese Treppe, stimmt, das ist komplett anders. Diese Treppe wird einmal im Schiff eingebaut. In ein Schiff? In ein Schiff. Eine Stahltreppe? Ja. Aha. Diese Treppe, Sie sehen es auch von unten, die ist auch sehr filigran gearbeitet. Ja. Das heißt, wir können ja mit dem Werkstoff Stahl auch sehr filigran arbeiten. Ja. Und deswegen auch wieder Gewicht sparen. Und man kann sagen, die Treppen, die werden auch designt von Architekten. Mhm. Das heißt, Architekt trifft sich mit seinem Kunden und der Architekt hat dann gewisse Vorstellungen, kommt mit dieser Vorstellung zu uns. Ja. Und wir versuchen dann natürlich, alles Mögliche zu realisieren. Und wir kommen eigentlich mit unserem Know-how, das wir zwischenzeitlich haben, immer sehr genau an die Anforderungen der Kunden ran. Wir müssen natürlich die Statik beachten, wir müssen die gesetzlichen Vorschriften beachten, ja. Alles. Aber wir sind da recht gut in diesem Metier. Und wir stehen jetzt hier auf einer Schablone, oder? Ja. Auf einer Schablone? Diese Schablonen werden speziell pro Treppenaufbau gefertigt. Mhm. Das erleichtert dem Mitarbeiter das Aufmaß dieser Treppe. Ja. Sie können sehen, sieht dann von oben hier durch und erkennt es dann. Er kann ja. Von oben
die Treppenstufen einmessen, er kann die Außenwange einmessen und sieht sofort, wenn irgendwo ein bisschen was aus der Toleranz geht und kann das sofort korrigieren, sodass wir hier perfekte Ergebnisse bekommen. Geht es dann nur nach Augenmaß oder habt ihr da noch andere Mittel, das Ganze zu messen? Wir haben natürlich andere Mittel und wir haben auch ein paar Maschinchen. Die können wir uns auch ansehen? Die würde ich, die sind ein bisschen so unser Geheimnis. Verstehe ich vollkommen, aber die Entwicklung dazu können wir uns schon ansehen. Selbstverständlich. Ja, wo geht's da lang? Gehen Sie gerade mit, kommen Sie. Da lang? Ja. So, hier kommen wir jetzt in unser Herzstück des Unternehmens, dem technischen Büro unserer Entwicklungsabteilung. Ein krasser Kontrast zur Halle gerade eben. Ja, stimmt. Ja. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir jetzt die Entwicklung, die Umsetzung der Treppen. Der Architektenplan kommt zu uns und wir versuchen hier in unserer Entwicklungsabteilung die Treppe sozusagen auf Papier zu bringen. Natürlich zuerst mal rechnerisch auf unser Programm. Wir machen das Ganze im CAD-System, dreidimensional, sodass wir wirklich gute Ansichten haben, dass wir uns wirklich schön vorstellen können, wie sieht die Treppe aus. Sie sehen, das kann man schön animieren. Wenn wir hier fertig sind mit dieser Planung, können wir die Daten an Kunden weitergeben, elektronisch, der dann die ganzen Pläne nochmal durchschaut, ist alles nach seinen Wünschen umgesetzt, ist er so zufrieden. Wenn alles passt, dann können wir die Daten auch elektronisch an unsere Fertigung weitergeben. Und wenn das alles fertig ist, dann sieht es so aus wie diese wunderschöne Treppe hier. Genau, das ist dann sozusagen unser Meisterstück. Wunderschön. So wird das Teil, die Treppe, dann an den Kunden übergeben und da ist sie fix und fertig. Würde ich gerne mal sehen wollen, so ein Ding. Können wir gerne machen. Unser Außendienstleiter, der Herr Wasner, ist gerade vor Ort. Bei dieser Treppe? Ja, wenn Sie Zeit haben, fahren wir gerne kurz hin. Da fahren wir hin. Okay. Das machen wir. Ja. Prima. Sofort. Dann lassen wir uns los. Und diese unglaubliche Treppe wurde für ein Unternehmen in Stuttgart verwirklicht. Die Handwerksfirma machen sich also auf den Weg. Ist ja quasi ums Eck. Vor Ort erwartet uns der Vertriebsleiter der Metallart Treppen GmbH, Andreas Wasner. Mit ihm wollen wir uns auch über die internationale Ausrichtung und die damit verbundenen Herausforderungen unterhalten. Hallo, Herr Wasner. Tolle Aussicht, tolle Treppe. Ja, da sind wir auch richtig ein Stück weit stolz drauf, dass wir das hier mit dem Kunden realisieren durften. Ja, die internationale Ausrichtung. Kommen wir zu dem Thema. Das war für uns immer eine spannende Frage im Unternehmen. Wir sind natürlich gewachsen aus der Region, über die Landesgrenzen Österreich, Schweiz hinaus. Ja, und bedingt durch die Zusammenarbeit mit den international renommierten Büros, ich nenne jetzt als Beispiel mal Coop Himmelblau, kennt man von der BMW-Welt oder auch von der Europäischen Zentralbank, die man zuletzt öfters mal in den Medien gesehen hat. Ja. Aber auch Herzog de Meuron. Die Allianz Arena. Ja, genau die. Jeder kennt ja dieses rote Schlauchboot vor den Toren von Münchens, wenn die Bayern ihr Heimspiel haben. Mhm. Und das sind genau die Projekte, bei denen solche Architekten auf uns zukommen, ihre Ideen von Treppen uns präsentieren und wir versuchen, diese einfach in die Realität zu überführen, unter den ganzen wirtschaftlichen Aspekten. Und dann beginnen für uns eigentlich die Herausforderungen. Wir haben Projekte realisieren dürfen in Nigeria, in Aserbaidschan. Ja. Ja, wir haben eine ganz tolle Treppe für einen reichen Mann gemacht, der hat eine Strandvilla auf einer Insel vor Miami gehabt und wollte da eine Treppe von uns. Das haben wir alles realisiert. Das sind die täglichen Herausforderungen mit Einfuhrbestimmungen, Mitarbeiterentsendegesetzen, Zollformalitäten. Das ist ja überall anders. Ja, in jedem Land dieser Welt anders und dafür brauchen Sie erstmal das Know-how. Und dieses Know-how sieht man an den beeindruckenden Treppen, die Metallart weltweit für ihre Kunden realisiert. Von großen Einrichtungshäusern über Museen, Luxusvillen und Yachten bis hin zu riesigen Treppeninstallationen in Unternehmenszentralen.
Und deshalb kommen die Leute zu euch. Ja, das ist genau das Paradebeispiel, woran man erklären kann, warum Kunden sich ihre Treppen auch ins Ausland von uns liefern lassen, ihre Strandvilla nach Miami. Wir haben es einfach geschafft, in den letzten 25 Jahren uns täglich mehr Know-how anzueignen, um nicht nur das Oben mit dem Unten zu verbinden und eine reine Funktion zu erfüllen, sondern tatsächlich auch Designwünsche zu erfüllen, die einfach solche skulpturalen Projekte möglich machen. Und so schaffen wir es einfach, die Träume des Kunden in die Realität zu überführen. Apropos Traum, ein Kaffee wäre was. Da hätte ich eine Idee. Ich lade Sie auf einen Kaffee ein. Dann müssen wir da lang. Danke, weil für einen Kaffee sage ich nie nein. Herausforderungen. Ja, das kam vorhin vielleicht ein bisschen zu kurz, aber wo genau liegen die Herausforderungen? Das ist ja, wie gesagt, nicht nur das Zollpapier ausfüllen oder die Stunden, die die Mitarbeiter dann im Ausland tatsächlich vor Ort sind, nachzuweisen. Wie viel Lohn kriegen sie und welche Mitarbeiterentsendebestimmungen brauchen sie? Das sind unter anderem auch die kulturellen Herausforderungen, die man erst lernen muss. Bei mir zum Beispiel war es so, meine ersten Besuche in China, ich musste tatsächlich lernen, mit Stäbchen zu essen. Weil, ganz offen gesagt, ich habe vorher beim Chinesen vor Ort bei mir im Pfarrkirchen immer noch mit der Gabel gegessen. Ja, und das führt natürlich immer weiter. Wie schreibt man E-Mails richtig? Wie sind Begrüßungsformeln? Wie übergibt man Visitenkarten? Wie schüttelt man sich die Hände? Oder ja, all diese Sachen mussten wir natürlich auch erst lernen und uns aneignen, und um auch dort richtig aufzutreten und als Partner anerkannt zu werden. Ja. Damit kann man sich sehr, sehr viel kaputt machen. Macht man da, besucht man da Seminare oder macht man das selbst? Ja, da gibt es inzwischen Unternehmen, die sich mit interkulturellen Austausch beschäftigen, die wir natürlich dann auch immer wieder mal anfragen und sagen, auf was haben wir da speziell zu achten. Aber das sind alles Sachen, die müssen Sie tatsächlich in Ihren Überlegungen haben, wenn Sie ins Ausland gehen. Also ist da einfach Weiterbildung das auch? Ständig. Das ist ein tägliches Arbeiten und Infragestellen seiner eigenen Tätigkeit und sagen, okay, machen wir noch alles richtig. Ja? Ja. Und das muss ein Stück weit auch die Kultur im Unternehmen sein, sich nicht nur diesen Herausforderungen stellen zu wollen, sondern eben auch Lösungen zu haben, über den Tellerrand zu blicken, wie kann man diese auch lösen. Ja? Und vor allem auch wirtschaftlich lösen, weil es macht keinen Sinn, Projekte im Ausland zu realisieren, wenn am Ende dann tatsächlich nichts hängen bleibt. Ja. Man braucht alles, Dolmetscher, Personal ja, vor Ort. Ja, wir im Unternehmen haben zum Beispiel bei uns im Marketing eine Dame, die ist von der Ausbildung her Fremdsprachenkorrespondentin. Mhm. Die beherrscht perfekt Französisch und Englisch. Das sind die zwei wichtigsten Sprachen. Wir haben aber auch im Unternehmen Mitarbeiter aus allen anderen Nationalitäten, auf deren Know-how und sprachliches Know-how wir auch immer zurückgreifen können, sei es jetzt Russisch. Ja, wir haben einen Bauleiter, der ist eben gebürtig aus Polen, der eben Russisch in der Schule gelernt hat. Und das hilft uns natürlich auch beim Umsetzen solcher Projekte. Ja. Wir reden immer noch von Handwerk und wir reden von Treppen. Ja, ja, aber das trotz allem. Also das ist nicht nur tatsächlich zu wissen, wie muss ich den Schweißapparat ansetzen, sondern wie bekomme ich dieses Teil dann eben auch an den Ort, wo es hin muss und wie gehe ich mit den Leuten um, die letztendlich für uns die Rechnung bezahlen. Ja, ja. Und so fängt es auch von kleinem im Betrieb an mit Azubis und so geht es weiter bis in die Vorstandsetage. Ja, eben auch bei der zukünftigen Auswahl von Mitarbeitern muss man natürlich auch schon überlegen, mit welchem Vorbildungsgrad stellt man zukünftig eben Leute ein. Wo beginnt man eben Nachwuchs zu werben? Wie beginnt man Nachwuchs zu werben? Und je größer man wird, desto komplexer werden eigentlich die Herausforderungen an das Tagesgeschäft. Ja, Sie haben nicht nur einfach 15 Mitarbeiter, die Sie irgendwo auslasten müssen, sondern da geht es um wesentlich mehr. Da geht es um Weiterbildungsmaßnahmen, eben bis hin, dass man an Bildungsmessen teilnimmt, dass man sich auch die zukünftigen Meister und Techniker im Prinzip schon von Anbeginn an zieht und dann vielleicht über Subventionen, die man tätigt für die Meisterausbildung oder für die Technikerschule mit Wiedereinstellungsgarantien, dass man denen einfach die Sicherheit gibt, dass sie nach ihrer Schule, wenn sie 2 Jahre dort waren, auch wieder im Unternehmen herzlich willkommen sind, weil deren Know-how brauchen wir einfach. Und wie kommt man an die Personen, an diese Leute, an die jungen Leute vielleicht, auch mit dieser Lust auch auf die? Ja, wir gehen natürlich rum und wenn wir auf solchen Bildungsmessen sind, die jetzt heutzutage doch überall angeboten werden, dann machen wir das zum Beispiel möglich, indem wir dann so einen virtuellen Schweißroboter aufstellen und die Leute das einfach mal prüfen, für sich erleben dürfen, dass das einfach nicht nur
ja, vielleicht das schmutzige Handwerk ist, sondern ihnen das näher bringen. Und aber auch unsere Konstrukteure und Techniker, die ja heute als technischer Systemplaner bezeichnet werden vom Ausbildungsgang, dass die tatsächlich einfach auch mal lernen, in 3D-Modellen zu arbeiten, die wir dann, wie wir es für einige Kunden schon gemacht haben, dann ausdrucken in dem Format, ja, also wo wir ganze Treppen in 3D drucken. Das ist spannend, das ist aktuell, das ist der Zeitgeist, wo sich auch junge Leute dafür begeistern können, eben in einem eher als klassisch angesehenen Beruf dann bei uns zu arbeiten. Und für jeden Kunden individuell, Handwerk 4.0, sagt man das, ja auch. Ja, das ist eben die Spannung oder das Spannende bei uns, dass bei uns das klassische Handwerk gepaart mit dieser ganzen Digitalisierung, mit dem ganzen technischen und digitalen Know-how einfach zusammengeführt wird und so einen wirklich abwechslungsreichen Arbeitsalltag gestaltet werden kann. Das ist so spannend, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man da wirklich nicht mal hinter die Kulissen guckt. Und wie werbt ihr für eure Produkte? Neben den klassischen Methoden, dass man natürlich tolle Prospekte hat, dass man einen schönen, hervorragenden, von vielen Seiten gelobten Internetauftritt einfach benötigt heutzutage, gibt es natürlich die klassischen Wege wie Messen, die wir im In- und Ausland besuchen. Es ist neben der für uns wichtigen Baumesse in München, die schon eine sehr große internationale Ausrichtung hat, eben aber auch Messen wie eine Big Five. Das ist eine der Baumessen in den Emiraten, die regelmäßig in Dubai stattfindet. Oder auch eine Bâtiment, die in Paris ist, das eigentlich für den französisch sprechenden Markt so die Fachmesse, wenn es um Bauwesen geht. Aber bis hin auch internationale Messen wie die Euroshop, die bei uns nur ein Teil eines Segmentes abdecken, nämlich den klassischen Ladenbau, also die Treppe im Ladenbau. Und darüber hinaus natürlich auch kleinere Fachmessen, die wir selber als Kunde besuchen, um uns zu gucken, wo gehen die Trends hin, welche Farben sind aktuell, welche Holzarten werden zukünftig gebraucht werden, um all da schon die Voraussetzungen und die Reaktionsfähigkeit zu haben. Und wie viel Prozent ist dann der Auslandsanteil? Der ist doch mittlerweile auf beachtliche 35% bei uns gestiegen, mit wachsender Tendenz. Ja. Und diese Herausforderung stellen wir uns zukünftig. Dann sage ich Dankeschön, dass wir uns das Ganze hier ansehen haben dürfen. Bitte. Und ich würde sagen, wir gehen zurück ins Werk. Frau Büch, jetzt haben wir uns die Treppe beim Kunden angesehen. Ein Traum von einer Treppe. Hat Ihnen gut gefallen? Sehr, sehr gut gefallen. Aber wenn wir schon beim Traum sind, wo geht's denn hin? Wo will denn Metallart in Zukunft sein? Wo sind die Träume? Wo sind die Ziele? Ja, die Träume und Ziele, die haben wir selbstverständlich. Unser größtes Ziel ist es natürlich zu wachsen, ganz klar. Und wir beabsichtigen auch die nächsten 2, 3, 4 Jahre unseren Umsatz zu verdoppeln. Dafür benötigen wir eben auch Mitarbeiter. Ja. Und wenn wir uns verdoppeln wollen, was hier am Standort nicht möglich ist, weil wir hier die Kapazitäten nahezu ausgeschöpft haben, möchten wir alles wieder zentrieren an einen Standort. Und dafür brauchen wir natürlich auch viele Mitarbeiter. Aber unsere Mitarbeiter sind sehr gut, sonst wären wir nicht da angelangt, wo wir heute sind. Und ich glaube auch fest daran, dass wir künftig weitere Mitarbeiter gewinnen werden, auch gute Mitarbeiter. Denn unsere Mitarbeiter machen auch gute Werbung für uns. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. War großartig, die Treppen zu sehen und wie das hier alles funktioniert. War uns ein Vergnügen. Sie dürfen gerne wiederkommen. Das machen wir. Prima. Das machen wir. Okay. Dankeschön. Die Leute von Metallart, die zeigen jeden Tag, was Handwerk 4.0 bedeutet. Respekt dafür. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Innovation on Tour.